Seit über 30 Jahren gab es diese Figur nicht mehr auf der Kinoleinwand zu sehen. Nun aber in voller Klempnermontur und mit allem, was wir aus der Welt von Nintendo kennen, bedeutet das für viele eine Konfrontation mit der eigenen Kindheit, Jugend, dem Erwachsenwerden und auch dem Erwachsensein. Und ab heute kann man ihn in den deutschen Kinos schauen und damit geht es hier jetzt um den Super Mario Brothers Film. Mario ist ein New Yorker Klempner mit Leib und Seele. Zusammen mit seinem jüngeren Bruder Luigi haben die beiden ihren Job geschmissen und versuchen, sich selbstständig zu machen in der Metropole. Und tatsächlich bekommen sie, nach einem sehr eigenwilligen Werbespot, der all ihr Geld verschlungen hat, ihren ersten Auftrag. Doch dieser verläuft ganz anders als erwartet und kurz darauf stehen halb Manhattan und Brooklyn unter Wasser. Eine Chance für Mario, sich zu beweisen. Aber dann landet er durch eine magische Verbindung in einer anderen Dimension, genauer gesagt dem Pilzkönigreich. Und das, obwohl er Pilze hasst. Getrennt von seinem Bruder muss Mario Luigi finden, zurück nach Hause und in einer untergehenden Welt beweisen, dass er kein Nichtsnutz ist. Dabei wird er den Weg der leidenschaftlichen Prinzessin Peach, aber auch des gefährlichen Schildkrötenkönigs Bowser kreuzen. Der Super Mario Brothers Film geht gerade einmal 92 Minuten, ist ab 6 Jahren freigegeben und startet ab dem heutigen 5. April 2023 in den deutschen Kinos, ist Animationsfamilienfilm, in erster Linie Unterhaltung, bringt Universal Pictures in die Kinos von Illumination gemacht, die ja gerade für die Minions, also ich einfach unverbesserlich unter anderem bekannt sind, aber vor allem dann auch in Kombination mit Nintendo man arbeitet und man konnte schon bei all den Trailern und Teasern und Eindrücken, die man vorneweg sehen konnte, ganz klar feststellen, hier wissen die Macher ganz genau, wie man in die Welt von Nintendo abtaucht. Und genau das ist der Super Mario Brothers Film. Es ist 92 Minuten Aneinanderreihung von ultra vielen Spielemechaniken. Sei es, wie wir Mario Odyssey erleben, sei es Mario Kart, sei es Gefühle aus dem Gefühl Luigi's Mansion, sei es aber die Welt von den Smash Brothers, die sie auch wieder mit drin steckt, oder auch von den Mario Party Spielen. Irgendwie alles das zusammengepackt hat jeder ja irgendwann mal einen Kontaktpunkt mit Mario. Und da muss man, glaube ich, ganz auf die eigene Biografie schauen, wenn man sich Super Mario Brothers den Film anschaut, denn dieser Film ist ganz viel Fanservice. Im Sekundentakt Eindrücke, Klänge, Bilder, wo man sagt, oh, das kenne ich, da will ich lang, das habe ich alles gesehen, oh, jetzt wird gleich das passieren. Und für diejenigen, die mit Super Mario gar nicht so viel am Hut haben, wird es sehr schwer sein, dann auf einmal dieses Franchise nach diesem Film zu lieben, denn auf Charakterzeichnung setzt man nicht viel. Emotionale Momente, die tiefer gehen dürfen, werden sehr schnell abgekürzt. Aber dazu sage ich gleich mehr, um auch meine eigene Super Mario Erfahrung oder die Welt von Mario näher zu bringen, denn seit über 40 Jahren gibt es ihn. Das erste Mal Anfang der 80er Jahre bei Donkey Kong aufgetaucht, weil ich früher als Kind auch immer den Gameboy hatte, dank großer Brüder. Ich habe darauf aber in erster Linie Tetris gespielt, weil wir hatten nicht wirklich Geld. Tetris war immer, glaube ich, schon mit drauf oder dabei beim Kauf. Super Mario hatten wir einfach nicht. Und als wir dann ganz kurz mal Nintendo hatten, war ich in der Welt von N64, Super Nintendo, alles was danach kommt, wie Wii, nicht dabei. Erst wieder ehrlicherweise bei der Switch und Handheld dann gar nicht mehr, weil ich war dann so ein PlayStation-Kid ab Mitte der 90er Jahre. Als es die PlayStation 1 gab, habe ich mir zum Geburtstag gewünscht und weg war ich mit Gran Turismo und Co. Deswegen war Mario nicht meins, sondern eher Crash Bandicoot, wenn es um Jump'n'Run geht. Dementsprechend fehlen mir natürlich eine Menge Referenzen, die man so in der Kindheit und Jugend sammelt, die für viele natürlich wunderschön ist zu erleben. Aber aus diesem Standpunkt heraus, Mario zu kennen, die Welt zu kennen, als Erwachsener natürlich auch mit den jüngeren Mitgliedern der Familie und der Nachbarschaft sowas wie Mario Kart zu spielen und deswegen genug zu erleben und zu wissen, wie schon die Mechanismen funktionieren, bin ich so ein Hybrid aus einem, der zwar weiß, wie die Welt da funktioniert, und was da alles stattfindet, ohne aber die prägenden Momente in Kindheit und Jugend in erster Linie. Und daraus hinaus ist es eigentlich eine ganz interessante Position, glaube ich, über diesen Film zu reden. Weil man merkt schon im Publikum, wenn man auch in der Pressevorführung, wo alle Kinder und Familie mitbringen konnten, dass immer wieder gelacht wurde. Vor allem, weil es auch sehr rasant einhergeht und vor allem Fans überall Easter Eggs entdecken. In jeder Ecke, in jedem Winkel müsste man den Film wahrscheinlich 5, 6 Mal schauen, um alles zu erkennen, was sie dort hineingebaut haben. Und damit ist dieser Film in seinen 92 Minuten voll Karacho durch Fanservice pur. Man traut sich nicht davon abzuweichen. Man weiß auf der anderen Seite aber ganz genau, was man da tut. Spielemechaniken und Winkel, dann auf einmal gefühlte 2D-Optik, wird 1:1 übersetzt, sodass auch Kinder sagen, das ist ja genau wie das Spiel. Aber eigentlich wird der Film dann richtig gut, wenn er mal ausbricht. Wenn Mario und Luigi den ersten Einsatz haben, gibt es unter anderem toll getimte Gags mit einem Hund, wo ich so denke, oh, hier ist eine ganz eigene Energie dabei. Hier dürfen sie mal anders in der Welt agieren. Da kommt dann der Illumination-Faktor mehr durch als der Nintendo-Faktor. Und da merkt man eine Frische, da spürt man etwas, was einfach anders funktioniert.
funktioniert. Und ich dachte, oh, da muss ich lachen. Auch wenn eine Figur, die ganz sicher zum Fanliebling agiert, die man noch bis in die Credits hinein mögen darf, ganz zynisch auf das Leben schaut, merkt man, das ist die Figur, die die meisten Lacher einheimst. Daraus lässt sich auch so ein bisschen ableiten, alles andere ist berechenbar, alles andere ist unterhaltsam. Und dafür steht auch Illumination im weitesten Sinne. Immer Filme, die lustig sind, die man aber auch relativ schnell vergisst. Unterhaltung, nicht unbedingt Tiefgang. So ist also Super Mario Brothers, der Film als Animationsfilm einer, der funktioniert gut. Und ich glaube, der wird ein weltweiter Hit, weil einfach schon diese Brand so groß ist und so viele Jahrzehnte existiert, dass Kinder, Jugendliche, Eltern mit Kindern sagen, will ich auch sehen für alles, was dabei, wenn es um Super Mario Brothers geht. Aber auf der anderen Seite hätte ich mir schon gewünscht, dass gerade weil Thema wie Brüderlichkeit oder die Liebe unter Brüdern, Vater-Sohn-Beziehung oder auch nur Liebe, die werden aufgegriffen in diesem Film, dürfen aber nie 3, 4, 5 Sekunden mal für sich sein. Wann immer es ganz kurz emotional wird und es gibt 3, 4 Ansätze davon, wird sofort mit einem Gag gebrochen und nicht jeder Gag funktioniert ehrlicherweise. Und das ist ein bisschen schade an diesem Film, weil man immer wieder merkt, wenn wir uns Gegenbeispiele nehmen, wie eine Drachenzähm leicht gemacht Franchise, wenn wir uns Eiskönigin, Ratatouille, ob wir uns Alles steht Kopf, Zoomania oder Soul nehmen, richtig, richtig gute Animationsfilme sehen nicht nur gut aus, haben nicht nur witzige Momente, sondern bauen auch den tiefen Fall ein, weil wir dann viel herzlicher mitlachen können, lieben können und vor allem nicht vergessen. Und auf dieses Level schafft es dieser Film nicht, was ich persönlich mir aber erhofft habe, weil er immer wieder so gut aussah. Gut, sieht er auch aus. Auf Illumination ist Verlass. Der Look macht Spaß, auf der großen Kinoleinwand hat man richtig Freude. Ich habe leider in der Presseverführung, wurde in Deutschland nur die deutsche Fassung gezeigt, muss ich sagen, so weit, so wertig, wie wir es aus der deutschen Synchro kennen, einzig und allein mit Gesang, der ganz punktuell nur vorkommt, hatte ich ein Problem und wie Prinzessin Peach klingt. Weil irgendwie überhaupt nicht, dass ich das Gefühl hatte, das wäre irgendwie wertig oder passend. Irgendwie fühlt es sich unangenehm an, die Kombination zu erleben. Ansonsten wird auf Charakterzeichnung wenig gesetzt. Mario kriegt ein bisschen was, sich zu trauen, was selbst aufzubauen, wenig Unterstützung aus der Familie zu erfahren. Aber viele andere Charaktere, die wir erleben, werden so ganz, ganz dünn gezeichnet. Man setzt also vollkommen darauf, dass die Leute, die sich den Film im Kino anschauen, auch genau über die Figuren Bescheid wissen und wir deswegen nicht mehr so viel darüber erzählen müssen, was funktioniert wie und welche Mechanismen in dieser Welt funktionieren wie. Die Kamera ist ansonsten bunt, rasant, sodass wir sogar, ich glaube, wir hatten einen 11-Jährigen mit dabei, der meinte, das war schon ganz schön schnell und war schon ganz schön viel. Und ich dachte auch, gerade zum Finale hin wird man immer größer und dadurch leider auch ein Ticken generischer, dass ich das Gefühl hatte, oh, nimm mal ein bisschen das Tempo raus. Mach doch nicht bloß ein 92 Minuten daraus. Es ist zwar angenehm, wenn Filme wieder zu ihrer Kürze finden und nicht ihre 2, 2,5 Stunden brauchen, aber ich glaube, 5 bis 10 Minuten mehr hätten diesem Film mir vielleicht gut getan oder eine Zwischenstation weniger wäre auch angemessen gewesen. Die Musik ist natürlich ein Mix aus dem bekannten Thema in verschiedensten Variationen. Jeder Soundeffekt, wenn man Mario Kart oder Co. sieht, wenn man irgendwo langfährt, wenn Power-Ups genutzt werden und so weiter und so fort, stimmt 1:1 mit dem überein, was man selbst kennt, wenn man die Spiele spielt und daran Freude hat. Ansonsten noch auch sehr viele bekannte Songs reingebaut, um auch ja keinen Leerlauf zu erzeugen. Ob ein bisschen AC/DC und andere Sachen, die dann irgendwo reinpassen, um auch nochmal ein bisschen drüber zu charakterisieren. Das ist manchmal für meinen Geschmack ein bisschen zu viel gewesen. Kostüm und Make-up ist natürlich genau das, wie wir es aus dieser Welt kennen. Und die Effektwelt sieht soweit wirklich gut aus. Und so haben Aaron Howard und Michael Jelinek, die vorher eher für Teen Titans Go bisher als einziges verantwortlich waren, eine Welt gebaut, die ohne Risiko funktioniert. Das ist ein Film, der funktioniert. Ich denke, dass weit über 90% der Leute reingehen werden und rauskommen und sagen, oh, das war Spaß, das hat Freude gemacht. Und genau so darf dann auch Film sein für groß und klein. Und vor allem die sehr verspielte Welt mit endlosen Details dürfte Fans richtig viel Freude bringen. Besonders eine Figur mit ihrem zynischen Blick macht mir halt besonders Spaß. Davon hätte ich mir sehr viel mehr gewünscht, sich mal ein bisschen aus der Komfortzone hinauszuwagen. Und der Film startet witzig rein und macht deswegen mehr Hoffnung, fällt dann aber mit vielen Gags, die ins Leere laufen, für meinen Geschmack schon ab. Dann hätte ich gerne die Originalversion gesehen, um zu gucken, wiefern funktionieren denn da letztendlich dann auch die Übersetzungen. Ansonsten rasant, kurzweilig, unterhaltsam. Aber da dieser Film sehr viel auf Fanservice setzt, wagt er nicht viel. Er traut sich wenig und bildet dafür besonders perfekt die Videospielewelt ab. Immer wieder werden emotionale Momente untergraben. Ich habe ja schon verschiedenste Themen gesagt, die aufgegriffen werden. Ich glaube, hätte man sie etwas länger laufen lassen, weil man vor allem auch sofort merkt, wenn der eine für den anderen einsteht, dass man fast Gänsehaut kriegt im Kinosaal und dass dann immer wieder sehr schnell das unterbrochen wird, weil daraus so richtige, tolle, heroische Momente entstehen könnten, habe ich das Gefühl, da ist kein gutes Timing hier und da mal dabei gewesen, im Gefühl auch mal das Publikum fühlen zu lassen und nicht nur lachen zu lassen, weil das ist sehr schade, weil das Potenzial liegt in den Figuren, liegt in der Geschichte, alles davon ist eigentlich da. Viele Gags bleiben eben liegen, die werden auch schwächer, je länger der Film wird und er hätte sich doch bitte die Tiefe mal trauen können. Das
Deswegen bin ich so ein bisschen gemischte Gefühle. Für den Look, für den Stil, für den Spaß bin ich gerne noch bei 7,5 von 10 möglichen Punkten dabei als Animationsfilm für den Super Mario Brothers Film. Aber über den Kamm mal geschert mit einem anderen Film sind es nur noch 6,5, ehrlicherweise für mich, weil der Film so viel hätte mehr sein können und sich dann so gar nichts traut. Und die ganz sichere Karte finde ich fast schade, aber das wird sicherlich auch ein sehr erfolgreicher Film und damit nicht unwahrscheinlich, dass es der Grundstein für ein neues, weiteres Franchise wird. Ist auch ein Stück weit verständlich. Die Fanbase hinter dieser Marke ist gigantisch und über Jahrzehnte lang gewachsen. Und insofern, glaube ich, stellt man sich auf einen spaßigen Kinobesuch ein, erwartet aber nicht zu viel, wenn es darum geht, diesen Film auch sehr lange im Kopf zu behalten, weil bestimmte Szenen ikonisch sind. Ich glaube, da hätte man sich anders noch bedienen können, hat es dann aber nicht getan an dieser Stelle. Und damit bin ich am Ende meiner Review zu der Super Mario Brothers Film ab dem heutigen 5. April in den deutschen Kinos. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.